Und wenn man sich das Handverbot mal nüchtern betrachtet, dann kann auch der Polizist mit dem schlechtesten Bildungshintergrund, um das mal vorsichtig zu formulieren, nicht anders als darauf kommen, dass es sehr viel sinnvoller wäre, Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel zu legalisieren. Nicht nur, weil wir damit jede Menge Repressionskosten sparen könnten, sondern auch, weil Milliarden Steuereinnahmen nur darauf warten, der Mafia aus den Händen gerissen zu werden. Nun gibt es Leute, die könnte man fast so ein bisschen als Kriegsgewinner bezeichnen, die machen nämlich auch trotz Verbot ganz legal Geschäfte mit Hanf, aber nicht immer ist das so leicht, wie man sich das einmal auf dem Papier vorgestellt hat. Der nächste Redner hat gedacht, er sei ein angesehener Geschäftsmann, Ausbilder, Familienvater, Sponsor von Vereinen, ein ganz normaler Bürger der Stadt Bremens, bis ihm das Gewerbeamt neulich das Gegenteil gesagt hat und er über Nacht zu einem bösen, kriminellen und gefährlichen Subjekt wurde. Dass dem nicht mehr so sein wird und dass Hussein von Utopia seinen Laden wieder aufmacht, das verdankt er unter anderem euch, weil die Empörung in der Hanfszene über dieses Vorgehen gerecht und lautstark war. Aber Hussins Kampf ist noch lange nicht vorbei, deshalb schenkt ihm jetzt mal einen dicken Applaus, dass er sich auf den Weg nach Berlin gemacht hat, um euch zu erzählen, wie man in Bremen weiterkämpft. Hussein, komm hoch bitte. Moin, schön, dass ihr so viele da seid. Ich hoffe, ich kann mit Steffen mithalten, ich bin nicht ganz so der geübte Redner. Ich habe mir das meiste notieren müssen, aber ich leg mal los. Also, ihr habt schon gehört, mein Name ist Hüseyin. Mein voller Name ist Hüseyin Beyfina Elerding. Ich bin Ausbilder und Geschäftsführer von Utopia. Ich führe ein normales Familienleben, ich treibe Sport, eigentlich ganz normal. Bis vor kurzem bei uns die Tür eingebrochen wurde. Das gleiche passierte bei meinem Partner auch. Und als wir dann im Laden kamen, wurden wir gleich von 20 Beamten empfangen. Die haben alles auf den Kopf gestellt, die haben bei uns, so geht das besser, glaube ich, ne? Also, die haben bei uns alles auf den Kopf gestellt und haben ordentlich Daten gesammelt. Es wurden Festplatten kopiert und unsere Ordner und Akten mitgenommen. Unser Vorwurf lautet Beratung. Wir machen Beihilfe zu Straftaten, ja. In diesem Fall Beihilfe zum Cannabisanbau, weil wir anscheinend zu viel beraten haben. Tut uns leid, wir reden eigentlich nicht vom Cannabisanbau, aber irgendwo wird das wohl noch ein bisschen anders ausgelegt. Wir werden jedenfalls vorsichtiger sein müssen und nichts mehr sagen dürfen. Aber das bezieht sich ja nicht auf alles. Also, unsere Gewerbeuntersagung, die beruht eigentlich auch nur auf Vorwürfen, die weder bewiesen sind, noch irgendwie Hand und Fuß haben. Ja? Utopia gibt es jetzt seit 81. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb mit 5 Lehrlingen und arbeiten auch eng mit der Handelskammer zusammen. Wir haben schon überdurchschnittlich viele Steuerprüfungen hinter uns und alle mit Bravour bestanden. Aber auf Nachfrage beim Bremer Staatsanwalt, und das ist immer Gewerbeamt, da bekommen sie tatsächlich die Antwort von UPAG Gefahr aus. Eine eventuelle Schließung wäre für die Gesellschaft besser. Während vor unserem Laden und mittlerweile fast überall in Bremen überall harte Drogen verkauft werden. Und das will anscheinend keine Gefährdung der Gesellschaft. Bremen hat ein Haushaltsdefizit von gerade mal 16 Millionen. Die meisten Arbeitslosen in Deutschland. Aber uns kann man ja mal eben schließen. Von uns geht Gefahr aus. Also passt bloß auf, ey. Ich sage euch, woran das liegt. Damit die sinnlose Prohibition aufrechterhalten kann, muss Frau Angela Merkel und ihre Partei in der Bekämpfung der Drogenkriminalität Erfolge vorweisen können. Da wir uns offen für die Legalisierung von Cannabis einsetzen, sind wir natürlich schon mal verdächtig. Ja? Seit Anfang der 90er unterstütze ich die Legalisierungsbewegung in Deutschland. In diesem Jahr habe ich den Global Marihuana Marsch mitorganisiert.
Natürlich müssen wir daran arbeiten, denn wie die Rechtsexperten vom Schildower Kreis es ausführlich darstellen, Drogen sind überall verfügbar, die Verbote unterbinden nicht den Konsum und verfehlen ihre Wirkung in jeglicher Beziehung. Und trotzdem hat die Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten seit dem letzten Jahr Ausmaße angenommen, die der Hexenjagd im Mittelalter gleicht. Man braucht sich nur die Presseberichte der Polizei angucken. Jeden Tag werden Hanfpflanzen beschlagnahmt. Ne? Von Leuten und Konsumenten, die keinen Bock haben auf Straßendealer. Die Kriminalpolizei brüstet sich mit ihren Erfolgen in der Rauschgiftkriminalität, in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, indem sie Kiffer jagt. Wir werden gejagt zurzeit. Das bekommen die meisten leider gar nicht mit. Überall werden Anbauer und Raucher und Selbstversorger hochgenommen. Es werden ihre Buden aufgebrochen. Und das, die meisten von denen sind kleine Züchter, die sich selber versorgen. Die arbeiten gehen, die Steuern zahlen, die niemanden auf der Tasche liegen. Während verängstigte Cannabiskonsumenten ihre Pflanzenzuchtanlagen einmotten, floriert auf den Straßen das dicke Geschäft mit harten Drogen. Mittlerweile ist es doch für uns alle schon ganz normal geworden, dass jede Stadt ihre offene Dealerszene hat. Und es begrenzt sich auch nicht mehr hier auf ein, zwei Stadtteile. Mittlerweile verschenken die überall ihr Zeug. Dealer, die immer offener und dreister ihr Crystal Meth und Koks verkaufen. Und wenn man von denen Gras bekommt, dann ist es in der Regel ungenießbar und überteuert. Ich bin der Meinung, die Cannabis-Prohibition ist nichts anderes als Beihilfe zum illegalen Drogenhandel, betrieben von ignoranten Politikern und der Justiz. Wieso gibt es wohl immer mehr Cannabis-Plantagen? Weil es immer mehr Konsumenten gibt. Liebe Frau Bundeskanzlerin, auch wenn Sie noch tausendmal behaupten, dass es nur 2 Millionen Cannabiskonsumenten gibt, offizielle Zahlen liegen schon seit den 90ern bei über 4 Millionen. Und ich kann Ihnen sagen, die Dunkelziffer ist enorm. Die Politik der Verängstigung und Kriminalisierung von Hasch- und Grasrauchern trägt ihre Früchte. Akademiker, Pfleger, Lehrer und Betreuer schweigen, genauso wie kiffende Polizeibeamte und Politiker. Warum? Weil sie um ihre Jobs bangen. Sie müssen damit rechnen, dass sie als Drogenabhängige verurteilt und geächtet werden. So wie wir alle. Während Amerika und Uruguay uns große Hoffnungen uns wecken, Ärztekammern und Rechtsexperten der Auffassung sind, dass Cannabis legalisiert gehört, schlagen unsere Politiker weiterhin den Weg der Prohibition ein. Politiker und Lobbyisten, die kranken Menschen ihre Medizin verweigern und Cannabiskonsumenten kriminalisieren, berauben uns unserer Menschenrechte. Es wird Zeit, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Es wird Zeit, dass wir zusammen was dagegen tun. Die Polizei und die Justiz ist nicht der eigentliche Schuldige. Die Schuldigen sind unsere Politiker, die diese Gesetze weiterhin vertreten. Wir alle sollten unsere Politiker wegen Beihilfe zum öffentlichen illegalen Drogenhandel verklagen und vor Gericht ziehen. Ich will mich nur um meine Familie und meine Auszubildenden kümmern. Ich will meine Ruhe haben. Und ich will mich nicht im Knast wiederfinden müssen, während auf den Straßen Chaos und Gewalt herrscht. Das war mein Statement. Vielen Dank, Christian, für die Gehör.